Wenn du weißt, wie leicht es zu verstehen ist, bin ich mehr als auf den ersten Blick zu sehen ist. Dann nehme ich Raum ein und Zeit auf mich, so lang, bis kein Klischee mehr ein Teil unseres Kreislaufs ist. Bleibe ich wandelbar und kreativ, so wie von Anfang an, wenn auch leider zu oft noch antastbar. Weit offen, aber niemals eine Zielscheibe. Bin viel zu gut, viel zu groß, viel zu vielseitig. Und bleibe hier, um zu beweisen, wie man Hürden nimmt, um angstfrei zu zeigen, wie ich wirklich bin. Heute gibt es kein Limit, Zeit, um in die Stadt zu fahren. Wenn da nur freiwillig Maske tragen. Alles kein Problem. Wir verstehen, wie man sich benimmt, auch wenn man ganz schön Bock hat, bisschen steil zu gehen. Richtig aufzudrehen und ein paar Lieder zu singen. Darauf hoffend, dass bald endlich der Frühling beginnt. Sag Bescheid, ich hol dich ab vom Gleis, triff mich in der Mitte. Schlag ein und wir gehen in die City. Mit einem großen Lächeln fängt der Abend an. Mein Herz tanzt, denn du holst mich vom Bahnhof ab. Erste Schritte, klares Ziel. Wir zwei ziehen durch die Stadt. Unsere Blicke gehen tief. Sag, was hast du gerade gedacht? Und was stellen wir an mit unserer Zeit? Lass uns einfach unbeschwert sein und voller Offenheit. Sind wir zusammen leicht, entwickeln wir uns langsam. Zeig mir, wo es hingeht und wir finden zueinander. Die Zeit gleitet wieder mal die Schienen entlang. Ich sehe, die Tage werden Jahre und sie ziehen ins Land. Wie das Leben, seine Linien, es liegt auf der Hand. Es gibt immer eine Verbindung, nur nicht immer Empfang. Trotzdem immer unterwegs. Und ich glaube so lang, bis ich vielleicht irgendwann nicht mehr laufen kann. Aber schau mich an und sag, was soll mich aufhalten? Noch viele Ziele und keines ist zu weit entfernt. Also tausend Dank an alle, die das aushalten. Ihr seid mir jede dieser Reisen wert. Ich packe meinen Koffer und ich hoffe, ich krieg ihn zu. Habe alles, was ich brauche, doch es ist trotzdem nie genug. Und selbst wenn es mir zu Kopf steht, behalte ich die Balance, denn jeder Halt auf meinem Weg bietet eine neue Chance. Ich liebe diese Reise. Kein Ziel ist zu weit. Städte ziehen an mir vorbei und verfliegen wie Zeit. Alles kommt und alles geht, wie die Züge am Gleis. Doch das Wichtigste bleibt, dabei flexibel zu sein. Die Zeit fliegt davon und wenn das Leben pulsiert, gibt es Halt in all dem Trubel, nicht die Hoffnung zu verlieren, um in der Welt und ihren stürmischen Zeiten, trotz der vielen Hiobsbotschaften, optimistisch zu bleiben, um zu wachsen und dabei den Überblick zu behalten, jeden Moment zu ergreifen, unsere Zukunft zu gestalten und darauf zu achten, wenn wir einen Standort verlassen, dass wir auf dem Weg nur nicht den Anschluss verpassen. Es ist egal, was die anderen sagen. Ich weiß, was ich will und hab so lange gewartet darauf, dass du endlich da bist, dass du mir dein Wort gibst und wir alles teilen wollen, was da noch vor uns liegt. Ich räume die Zweifel aus dem Weg, nehme dich mit und an der Hand, bin so sicher mit dir. Wir gehen die Schritte jetzt zusammen und selbst wenn wir hinfallen sollten, stehe ich zu dir, wohin auch immer dieser Weg uns noch führt. Ich glaube, ich habe dich echt schon viel zu lange nicht gesehen. Wir haben gar nicht viel geredet. Ich hoffe, alles ist okay. Und auch wenn unsere Umwelt gefühlt am Abgrund steht, würde ich gerne noch einmal mit dir tanzen gehen. Zusammen eine Runde drehen, wenn die Nacht uns ruft. Und erst wieder heimfahren mit dem ersten Zug. Komm, ich hol dich ab, wenn du magst. Wir fahren wohin, wo wir so lang bleiben, bis der Tag beginnt. Das, was uns verbindet und was uns vereint, ist die Leidenschaft zum Sport, die wir teilen. Und was immer wir im Alltag oder bei der Arbeit tragen, wandelt sich am Wochenende in den Zügen und den Straßenbahnen in ein großes Menschenmeer aus Fahnen und Farben, die wir tragen und gemeinsam ins Stadion fahren. Ganz egal, wie voll die Wagen sind, wir kommen ans Ziel und feiern unsere Liebe zum Spiel.
Wir tragen, wir sichern und wir verrenken uns. Wir halten, wir stützen und wir ergänzen uns, weil wir gelernt haben, uns füreinander einzusetzen und manchmal Zeit gewinnen, wenn wir die Zeit vergessen. Denn es ist nicht abzusehen, wann und wo und wie wir das nächste Mal Abschied nehmen. Aber wenn du mich am dringendsten brauchst, dann zeige ich mich und bringe uns wieder ins Gleichgewicht. Woher wir auch kommen und wohin wir auch gehen, wir suchen nach dem Sinn in unserem Leben, sind immer in Bewegung und wollen zu unserem Wort stehen, dass wir erledigt bekommen, was wir uns vornehmen. Wenn es mal hektisch wird, hilft uns nur Gelassenheit, um nicht völlig durchzudrehen, wie das Rad der Zeit. Einfach raus in die Umgebung, es gibt so viel zu sehen, dank der Möglichkeiten der modernen Mobilität. Zu jener Zeit, in der das Jahr sich neigt, warten wir zwei daheim auf die Bahn am Gleis. Sie holt uns ab, bringt uns heim. Wenn das Timing stimmt, halte ich dich fest im Arm und bin alles in einem. Jeder Tag ein Spagat zwischen Arbeit und lässig bleiben, immer da für dich, von meiner besten Seite. Denn diese Mutterschaft, die mich fast zur Heldin macht, verleiht mir eine ganz besondere Superkraft.